Sehr verehrter Herr Villiger, sehr geehrte Damen und Herren, als Vorsitzende der Jury des Freiheitspreises darf auch ich Sie nun hier sehr herzlich willkommen heißen in der Paulskirche, wo die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit nunmehr zum 6. Mal den Freiheitspreis vergibt. Es ist ein Preis, mit dem die Absicht verbunden ist, eine Persönlichkeit zu ehren, die Impulse für die Entwicklung einer liberalen Gesellschaft geleistet hat und die damit zur Fortentwicklung freiheitlicher Ziele und Werte auf politischem, publizistischem, wissenschaftlichem, kulturellem oder auch wirtschaftlichem Gebiet beiträgt. Zum 6. Mal, das heißt, wir feiern 10-Jähriges. Gestatten Sie mir, uns alle dazu zu beglückwünschen. Das ist für mich auch ein Anlass, um noch einmal kurz einen Blick zurückzuwerfen, einen Blick auf die politische Großwetterlage der zurückliegenden 5 Freiheitspreise. Gerade weil wir nicht im hektischen Jahresturnus, sondern nur alle 2 Jahre hier zusammenkommen, können wir in dieser Perspektive umso besser in geraffter Form die Linien der mittelfristigen Entwicklung rund um die Freiheit als unserem Anliegen erkennen. Vor 10 Jahren ehrten wir den früheren deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und erfreuten uns noch einmal an diesem Großereignis politischer Art, das dem 20. Jahrhundert auf den letzten Metern noch einen aus freiheitlicher Perspektive außergewöhnlich ermutigenden Stempel aufgedrückt hat. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs. 2008 sah es schon düsterer aus, als wir den Schriftsteller Mario Vargas Llosa auszeichneten, vor dem Hintergrund der, Sie werden sich erinnern, gerade ins Rollen gekommenen internationalen Finanzkrise, die uns eine verstärkte Sicherheitssehnsucht und einen neuen staatlichen Interventionismus einbrachte, statt endlich besserer Ordnungspolitik. Im Jahr 2010 lenkten wir mit der Preisverleihung an Nezha Kelik den Blick auf die Integrationsdebatte. Unser Wunsch war es, eine fundierte Auseinandersetzung befördern zu können, in wachsamer Sorge um die Freiheit. 2 Jahre später, 2012, setzten wir mit dem Philosophen Wolfgang Kersting einen weiteren Akzent zugunsten gedanklicher und diskursiver Präzision. Die Zeitgeschichte hielt damals für uns die Arabellion bereit, die Aufstände in der arabischen Welt, im Maghreb und darüber hinaus. Wir setzten eine zaghafte, bis heute unerfüllte Hoffnung in diese Entwicklung. Als wir dann letztes Mal 2014 die südafrikanische Politikerin Helen Sille ehrten, lief bereits die russische Aggression in der Ukraine und die Gräuel des IS breiteten sich aus. Und heute? Sie kennen die Verhältnisse der Gegenwart genauso gut wie ich. Nichts ist bereinigt, nichts ist geklärt, nichts ist gelöst. Im Gegenteil, und noch dazu heißt der nächste amerikanische Präsident Donald Trump. Man könnte sagen, es ist alles schlimmer geworden, das Meinungsklima wie die geopolitische Lage und auch der Terror. Die Welt könnte uns aus den Fugen geraten erscheinen. Gerade aus freiheitlicher Perspektive stehen wir heute schlechter da denn je. Ich persönlich hätte vor 10 Jahren ganz gewiss nicht vermutet, dass wir uns jemals so wie heute in einer Situation befinden würden, in der naive Staatsgläubigkeit auf der einen Seite einem mindestens ebenso naiven, nun aber restlos destruktiven Hass auf die politischen Institutionen freiheitlicher und rechtsstaatlicher Demokratien auf der anderen Seite gegenübersteht. Dass der hohe Wert der Freiheit, der jeden einzelnen Menschen in seiner ganzen Würde in den Mittelpunkt allen Nachdenkens über die Ordnung des gesellschaftlichen Miteinanders stellt, nun auch noch unter Beschuss durch reaktionäre Strömungen geraten würde. Dass Nationalismus und Isolationismus wieder mit Macht hervorbrechen, ebenso wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz. Ich hätte es mir wahrhaftig nicht vorstellen können, dass heute so viele gute Begründungen der offenen Gesellschaft an Ignoranz und Trotz zerschellen und wir stattdessen die hässlichen Fratzen zu besichtigen bekommen, derer die Menschheit auch in unserem unmittelbaren Umfeld fähig ist. Dass wir offenbar in ein postfaktisches Zeitalter eingetreten sind, hätte ich auch nicht erwartet. Ein Zeitalter, in dem sich viele an rasanten Verschwörungstheorien ergötzen, die ihnen in ihren rechten und linken Extremen fast identisch sind.
Unsere Suche nach rationalen Gründen für das Entgleisen viel zu großer Teile unserer westlichen Gesellschaften erscheint angesichts dessen so rührend, wie sie am eigentlichen Punkt vorbeigeht. Wirtschaftliche Unsicherheit als gefühlte und auch reale Folge der Globalisierung, Überfremdungsängste als Kehrseite der Zuwanderung, das Gefühl von Kontrollverlust angesichts des nicht immer erfolgreichen Handelns supranationaler Institutionen wie der Europäischen Union. Darum geht es längst nicht mehr allein. Hier ist etwas Irrationales im Gange und auch das gehört zu uns Menschen. Doch das bedeutet, dass wir uns im 100. Jahr nach der Oktoberrevolution und 78 Jahre nach der Reichskristallnacht wieder neu vor Augen führen müssen, wie es aussieht, was es bedeutet und welche Folgen es haben kann, wenn auf dem politischen Markt Verführer ihr unternehmerisches Talent ausleben. Wenn sie eine Klientel und eine an niedrige Instinkte appellierende Befindlichkeit generieren, die sie dann wiederum aktiv bewirtschaften. Wenn sie mit einem breiten Fächer an polarisierenden Botschaften und Boshaftigkeiten den öffentlichen Diskurs vergiften, die Menschen an Lügen gewöhnen und sie aufhetzen, wissend, dass den einzelnen Heißsporn auf Facebook oder Twitter wie auch an der Wahlurne seine persönliche kleine Destruktivität nichts kostet, die Summe ihnen aber in die Hände spielt. Was nun hat all das mit unserem heutigen Preisträger zu tun? Eine ganze Menge. Auch wenn selbst er alle diese Übel wohl kaum so nebenbei kurieren könnte. Doch der langjährige Schweizer Bundesrat und zweimalige Bundespräsident Kaspar Villiger ist das wohltuende Gegenstück zu diesen gefährlichen Politunternehmern, von denen ich gerade sprach. Er ist alles andere als ein politischer Verführer, von denen es durchaus in der Schweiz einige Exemplare gibt. Villiger hingegen ist ein besonnener, verantwortungsvoller, verantwortungsbewusster Liberaler, ein Demokrat mit tiefer humanitärer Gesinnung. So robust und tatkräftig wie der studierte Maschinenbauingenieur und früherer Unternehmer ist, hat er in seiner politisch aktiven Zeit durchaus nicht aus dem Bauch heraus gehandelt und schon gar nicht im Dämmerlicht des postfaktischen Raums zu agieren oder zu agitieren versucht. Villiger, der in jungen Jahren gern Wissenschaftler geworden wäre, stellt vielmehr höchste Ansprüche an seinen Kopf, an die Erkenntnis und an die Vernunft. Wie nur wenige andere Menschen im politischen Geschäft ist er ein sorgfältiger, tiefgründiger Denker, der stringent und abgewogen zu begründen vermag, wofür er sich verwendet. Er denkt langfristig und solide. Er ist offen und flexibel. Er ist ein Freund von Reformen und das haben wir gerade gehört, unter anderem auf fiskalischem Gebiet. In seiner Amtszeit als Finanzminister fiel 2003 die Einführung der berühmten Schweizer Schuldenbremse, die uns ja auch in Deutschland inspiriert hat. Kaspar Villiger ist dabei ein Politiker, der auf Aufklärung setzt und sich bis heute um sie verdient macht, wobei auch er dem fundamentalen Wertediskurs nicht aus dem Weg geht, vor dem viele Pragmatiker kneifen, ohne den jeder politische Interessenausgleich aber im normativen Vakuum stecken bleibt. Es ist mithin auch kein Zufall, dass gerade er als Bundespräsident im Jahr 1995 Geschichte schrieb, und zwar mit seiner Bitte um Verzeihung für die Flüchtlingspolitik der Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Lassen Sie mich unseren Preisträger abschließend selbst zitieren. Ich war immer überzeugt, dass es für eine erfolgreiche politische Tätigkeit nicht nur Sachkenntnis, Willen und Beharrlichkeit braucht, sondern auch Überzeugungen und Werte, einen ideellen und ordnungspolitischen Kompass. In der Tat. Genau das ist die Haltung, derer es in der besorgniserregenden gegenwärtigen Lage bedarf. In der Politik, aber auch in der Gesellschaft insgesamt. Wir brauchen mehr davon. Wenn nicht die Liberalen auf besonnene, aber bestimmte Weise die Stimme erheben und der Freiheit eine Gasse bahnen, wer dann? Verehrter Herr Villiger, im Namen der Jury gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zum Freiheitspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.